aus meinem Bett. Es gibt Zeugen. Ich werde so ein Verhalten in der Stadt nicht dulden. Du wirst eine Strafe zahlen müssen, um dein Verbrechen wieder gut zu machen. Wie viel? 100 Goldstücke. Ich will die Strafe zahlen. Gut. Ich werde dafür sorgen, dass es jeder in der Stadt erfährt. Damit wäre dein Ruf einigermaßen wiederhergekommen. Zusammen. Und wie ihr seht, habe ich in der Nacht eine kleine Diebestour abgezogen. Einmal durch die ganze Stadt, außer die Oberstadt, weil das sind hauptsächlich Questziele, mit überschaubarem Erfolg. Ich habe mein Kopfgeld bezahlt, alles ist wieder gut. Wir machen auch gleich weiter mit der Diebesgildenquest. Ich soll von ihm hier einen Ring stehlen. Jetzt weiß ich nicht, er hat auch einen in der Hosentasche.
aber ich habe keinen Taschendiebstahl gelernt. Also stellt sich mir die Frage, ist der Ring in dieser Truhe? Raus aus meinem Bett! Ja, sehr gut. Okay, er steht nicht wieder auf. Das heißt, wir können jetzt schon in den Schleichmodus gehen. Und mal die Truhe... Okay. Schutz des Holzes, da ist ein Ring. Ich glaube, er hat auch noch einen in der Tasche. Mal gucken, ob der hier reicht. Wir können schon rennen. Und dann geben wir das auch gleich bei der Diebesgilde ab. Ich wäre nämlich gerne ein vollwertiges Mitglied. Ich habe so einiges gehört, als ob ich nicht schon probieren könnte. Ich kann das nicht mehr. Ja, was steht sonst noch an? Ansonsten möchte ich nochmal den kleinen Wald vor der Stadt, wo wir ganz am Anfang drin waren, mit dem Jäger nochmal komplett abgrasen. Ich weiß, da sind noch ein paar Sachen. Und ich habe auch gesehen, die Skillung, die ich mir aufgeschrieben habe, kann ich mir sogar ein bisschen erleichtern, weil man kann am Anfang des Spiels, bevor man sich einer Gilde anschließt, das ist ganz wichtig, sowohl an den Schrein beten und man kann dem Feuermagier in der Stadt immer Gold geben und dafür kriegt man auch was. Zwei Dinge sind jetzt wichtig. Ich darf das nicht zu früh machen, weil ansonsten verbrauche ich damit die Stufen, die billig zu erwerben wären. Ich darf es auch nicht zu spät machen, weil es später nicht mehr geht. Und das mit den Schreinen, an denen man betet, das gilt nur, wenn man Feuermagier oder Drachenjäger werden will. Wenn man Paladin werden will, ist nach wie vor alles freigeschaltet. Das heißt, auch dann kann man noch Stärke, Mana, Leben bekommen. Nur als Feuermagier, was ich werden will, würde ich dann nur noch Leben rausbekommen. Das heißt, ich würde mir gerne das Geschick und die Stärke vorher aus den ganzen Sachen rausziehen. Achso, und wo wir gerade dabei sind, ich habe ja gesagt, die sehen das locker, aber sehen die es auch locker, wenn ich es direkt vor ihren Augen mache? Okay, keiner sagt was. Ach. Ja, keiner sagt was. 100 Goldstücke kann man sich nicht beschweren. Nein, er hat noch kein Problem. Gut. Die Schlösser bei den Truhen sind gleich. Also nicht, sie sind alle gleich, nein, sie sind alle unterschiedlich. Aber diese Technik, die ich nutze, ich muss nur nach links und rechts drücken in der richtigen Reihenfolge. Und die ändert sich auch nichts. Wenn man also mal wirklich keine Dietriche hat, man will jetzt aber nicht in die Stadt zurück und neue holen, kann man auch einfach mal ein paar Dietriche wären hilfreich. Ich sag's noch. Ja, also bei dem, da es leider hier nicht auf Skill ankommt, nicht auf Skill, profitiert man doch schon sehr stark davon, wenn man vorher mal abspeichert, sich anguckt, wie das Schloss geht und dann nochmal neu lädt. Auch wenn das etwas geschummelt ist. Aber ansonsten reichen meine Dietriche einfach nicht aus. Verdammt, was ist los? Ich habe Konstantinos Ring. Herzlichen Glückwunsch. Du hast deine Aufnahme bei uns bestanden. Jetzt gehörst du wirklich zu uns. Nimm diesen Schlüssel. Er öffnet die Tür zum Hotel. Da musst du nicht immer schwimmen. Weiterhin sollst du wissen, dass wir ein Erkennungszeichen haben. Ein bestimmtes Kopfnicken. Genau. Wenn du mit den richtigen Leuten sprichst und das Zeichen machst, werden sie wissen, dass du zu uns gehörst. Hast du einen Job für mich? Ja. Es gibt eine Reihe Kelche, die zusammengehören. 6 Stück an der Zahl. Sie wurden einst von König Roba auf einem Feldzug erbeutet. Aber er hat dafür viele Männer geopfert. Deshalb werden sie Blutkelche genannt. Jeder Kelch allein ist nicht von großem Wert. Aber wenn sie vollständig sind, bekommen wir ein hübsches Sümmchen dafür. Wo sind diese Kelche? Sie sind hier in der Stadt. Großhändler im oberen Viertel besitzen sie. Bringen sie mir. Ich versuche derweil, einen Käufer aufzutreiben.
Was springt für mich dabei raus? Entweder die Hälfte vom Gewinn oder du kannst ein besonderes Stück aus meiner Beute wählen. Okay. Achso, ja, wir können jetzt allen Dieben, die wir bis jetzt getroffen haben, und auch ein paar anderen Leuten das Diebeszeichen zeigen. Sieh an, du beherrschst das Zeichen. Ich bin beeindruckt. Wo lohnt es sich einzusteigen? Im oberen Viertel natürlich. Aber wenn du da oben irgendwo einsteigen willst, warte, bis es Nacht ist. Dann schlafen alle, bis auf die Stadtwachen. Die patrouillieren nachts. Einen von ihnen kenne ich, Wambo. Er ist der Einzige, der Interesse an Gold hat. Er ist teuer, aber wenn du ihn einmal bezahlt hast, brauchst du dir um ihn keine Gedanken mehr zu machen. Okay, Wambo. Kannst du mir was beibringen? Ich kann dir nichts beibringen. Du weißt schon alles über Schlösserknacken. Du musst nur noch geschickter werden. Genau. Je geschickter man wird, desto seltener brechen die Triche ab. Ich glaube, ab Geschicklichkeit 90 brechen sie gar nicht mehr ab. Oder ab 120, ich bin mir nicht sicher. Braucht Dietriche. Hat jemand welche? Verdammt! Ja, na gut. Ja, solange ich keinen Dietrich habe, kann ich auch nichts machen. Torben dürfte mir welche verkaufen. Genau, jetzt gehen wir doch mal hier oben raus. Sieh an, wo kommst du denn her, hm? Ich weiß. Du brauchst mir nichts zu sagen, ich weiß alles. Lass dir bloß nicht einfallen, hier was zu klauen, klar? Wir können es uns nicht leisten, Aufmerksamkeit auf das Hotel zu ziehen. Gut, dann mache ich die Tür mal wieder zu. Okay. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Wenn man jetzt übrigens dem Paladin da oben sagt, dass man die Liebesglück gefunden hat, dann gibt er einem den Auftrag, sie auszulöschen. Und, oh, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Der gibt uns einen Geschicklichkeitspunkt und ich will vorher noch Geschicklichkeits geben. Und ja, wenn man das tut. Ach, erzähl mir nicht sowas. Dann schickt er einen zwar zuerst dahin, um das zu machen, aber wenn man das bis zu einem bestimmten Kapitel immer noch nicht getan hat, dann kümmert er sich selbst drum. Das heißt, wenn wir dem jetzt verraten, wo die Diebesgilde ist, ist deren Schicksal in jedem Fall besiegelt. Was eigentlich auch kein großes Problem ist, weil sie außer dieser Quest, die wir gerade bekommen haben, nichts wirklich haben. Torben. Verdammt, was ist los? Kannst du mir mitten in der Nacht Dietriche verkaufen? Wenn ich noch welche habe? Hast du. Ja, das sollten wir schon zuerst machen. Ich hatte das nicht. Da ist eine Menge Gold drin. Das darfst du keinem erzählen. Ja, was halt schade ist, dass bei dem Schlossknacken natürlich der persönliche Skill gar nicht gefragt ist. Das wurde dann in anderen Spielen, kennen wir das ja ganz gut. In Elder Scrolls Spielen oder in Thief war es auch sehr durchdacht alles. Wo man dann auch tatsächlich mit eigenem Geschick sehr viel rausreißen konnte. Das ist natürlich hier nicht der Fall. Hier kommt es nur auf Glück an. 50-50 Chance. Und man muss sich merken können, wo was steht. Wir speichern jetzt tatsächlich und werden neu laden. Ich sehe gerade, ich habe mein Hauptsave überspeichert und ich habe nicht überprüft, ob meine Aufnahme läuft. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht kaputt gemacht. Ich guck nach, ich muss nachgucken. Bis gleich. Okay, da sind wir wieder. Ich musste einfach sicherstellen, und wir gehen nochmal weg, dass die Aufnahme tatsächlich läuft. Einen habe ich verloren, das kann ich noch verkraften. Aber bei einem weiteren würde ich neu laden. Was habe ich noch alles? Hier ist keine. Nur noch diese hier. Ah, und hinten noch die Truhe, wo der Bogen von Bosbar drin ist.
Ja, das ist ein bisschen lahm. Was soll ich machen? Okay, wir haben jetzt auch schon 722 Gold. Ja, für diesen ganzen Spaß an den Schreinen und bei Daron. Ich glaube, an den Schreinen brauche ich insgesamt, um das alles zu machen, 2000 Goldstücke und bei Daron reichen mir... Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay, die kriege ich nicht auf. Bei Daron dürften mir 1000 reichen. Das heißt, wir müssen bis zu 3000 Goldstücke zusammenkriegen, aber auch ein paar Stufen vorher noch generieren. Weil ich ansonsten ja Fähigkeiten skille, die ich eigentlich noch verbessern wollte. Was? Unfair! Ich hab euch gekillt! Naja, mehr Erfahrungspunkte für mich. Gut, andererseits, es ist... Da lebt ja noch eine. Ich meine, es ist eine Kanalisation. Nicht unwahrscheinlich, dass da Viecher rumlaufen. Ich weiß, es ist dunkel. Aber da kann ich jetzt nichts machen. Jawohl. Bosbos Jagdbogen steht im Kleingedruckten und Koragons Silber. Ich bin übrigens erstaunt, dass der Kerl kein Problem damit hatte, dass ich mir das, den ganzen Kram nehme. Weil sie es ja eigentlich erbeutet haben. Aber er hat ja sogar gesagt, den Bogen kann ich mitnehmen. Okay, von dem Silber habe ich... hat er nichts gesagt, aber... Aber wir nehmen uns das Silber einfach. Hör mal, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Du steckst unser Gold ein, du versuchst uns zu beklauen? Jetzt reg dich mal nicht wegen der paar Münzen auf. Ich meine, das bisschen Zeug hier ist eure gesamte Beute? Das ist alles, was die Diebesgilde von Korinnes zu bieten hat? Wer sagt denn, dass unsere Beute hier unten lagert? Hätte mich auch sehr gewundert. Also, wo habt ihr eure Schätze versteckt? An einem sehr sicheren Ort. Verstehe. Okay, du kannst das Gold behalten. Aber ich behalte dich im Auge. Also treib es nicht zu weit. Das ist doch mal nett. Ja, und dann haben wir auch gleich noch ein paar weitere Erfahrungspunkte zu generieren. Wenn wir den Besitzern ihr Hab und Gut wiedergeben. Das tue ich auch sehr gerne. Man hätte übrigens noch eine weitere Empfehlung von Bosba bekommen, wenn man ihm seinen Bogen zurückgebracht hätte. Bevor man den Job angenommen hätte. Aber wozu? Man kriegt eine Zeile mehr. Finde ich aber schön, dass sowas tatsächlich berücksichtigt wird. Dass die an sowas gedacht haben, wenn man irgend so ein kleines Extra gemacht, dass der NPC noch eine Zeile mehr draufgesprochen bekommt. Ich hab dein Silber. Tatsächlich. Hier, nimm das als Belohnung. Ein ganz besonderes Bier. Es ist mein letztes Fass. Habt ihr gehört, was er gesagt hat? Es ist sein letztes Fass. Behaltet das mal im Hinterkopf. Achso, dieses besondere Bier, wo habe ich's? Hier gibt uns... Hier genau, hier steht Lebensenergiebonus 3 und Mana Bonus 1 und das sind tatsächlich auch permanente Boni. Lebensenergie können wir zwar immer draufsetzen, das macht nichts, aber Mana, wie gesagt, will ich noch ein bisschen skillen. Das heißt, wir bewahren uns das alles auf. Bosper. Verdammt, da bist du ja wieder. Ganz recht. Habe ich wirklich Fälle für dich? Ich habe hier ein paar Fälle für dich. Du weißt doch, ich bin nur an Fällen von Wölfen. No, an Häuten ist er auch nicht interessiert. Also wenn ihr für ihn arbeitet und ihr kriegt die Fähigkeit,
Tiere zu häuten. Die könnt ihr an irgendwas verscherbeln, aber die braucht man für gar nichts im Spiel. Also eigentlich nicht nötig. Macht nur Spaß. Ich glaube, dieser Bogen gehört dir. Bogen? Wo hast du ihn gefunden? In einem dunklen Loch voller Ratten. Ich hoffe, du bist nicht in Schwierigkeiten gekommen. Nein, ich habe sowas schon öfter gemacht. Mhm. Na, jedenfalls danke. Ich schulde dir was. Okay. Ja, das lief doch mal gut. Dann haben wir das. Ja, die Blutkelche, die könnten wir jetzt auch schon holen. Da würde ich aber lieber noch ein bisschen drauf verzichten. Dann müssen wir oben ins obere Viertel. Und das frisst sehr viel Zeit. Dafür müsste ich eigentlich eine eigene Folge reinnehmen. Und nach diesem wunderschönen Intro heute können wir das einfach nicht bringen. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. So. Ich rede mal gezielt mit den Leuten, die zur Diebesgilde gehören. Du hast es also geschafft. Jetzt kennst du meine Auftraggeber. Halte dich an das, was Cassia dir sagt. Uns ist es egal, wer du sonst bist. Du bist einer von uns. Und nur das zählt. Okay, er hat uns jetzt nichts gegeben dafür, aber die anderen belohnen einen irgendwie dafür. Du mischst bei der Bande mit. Na gut, dann habe ich etwas für dich. Wenn du mal Dietriche brauchst, dann komm zu mir. Ich habe noch ein paar auf Lager. Frag mich einfach nach, was zu trinken. Ja, nicht verkehrt. Gib mir was zu trinken. Her damit. 200 Goldstücke schon wieder weg. Aber da muss ich nicht die ganze Zeit neu laden. Das hat er wirklich nicht verdient. Und Alvo. Alvo gehört auch dazu. Was stehst du hier draußen rum? Dieses. Ich habe so einiges gehört. Ich hatte irgendwie ein Gefühl, dass er dazu gehört. Nein. Okay, wo ist er? Wo ist er? Hier. Was? Okay, verfolgst du mich vielleicht, wenn ich hier hingehe? Macht er nicht. Aber wenn ich jetzt hier reingehe und ein bisschen poltere, dann wird er rausrennen. Ein kluges Kerlchen. Und versuchen, mich davon abzuhalten. Oh. Auf ins Bordell. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Dann heile ich wenigstens mein verlorenes Leben wieder zurück. Das ist ja endlich. Das kann doch nicht wahr sein. Das habe ich schon vorgesagt. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Hey, du! Verstehe. Du bist nicht nur hier, um Fische zu kaufen. Ich mach dir ein Angebot. Wenn du silberne Teller bei ihm. Ich wusste doch, irgendwo wird man das Zeug los. Hab ich was? Ich geb dir für deinen gesamten Kram 150 Goldstücke. Ja, hier, nimm. Also es gibt manches Silber, was er nicht annimmt. Das war ein gutes Geschäft für heute. Komm besser morgen wieder, sonst wird noch jemand misstrauisch. Verstehst du? Als ob ich nicht schon bin. Zeig mir. Das heißt aber, ich kann jetzt auch, jetzt wo ich weiß, was er nicht nimmt, glaubst du wirklich? Kann ich ja ganz rigoros jetzt den restlichen Kram, die Blutkelche, auf keinen Fall verkaufen. Man kann im Übrigen auch Questgegenstände verkaufen. Das ist nicht so witzig. Goldener Kelch, weg damit. Den braucht man, glaube ich, für Schmiedesachen oder für Magiesachen. Aber er hat ansonsten tatsächlich alles Silber genommen. Das war genau so, wie du sagst. Den habe ich bei der Miliz geplündert. Ich hätte das nicht. Und die zerkratzte silberne Schale klingt zwar wie etwas, was man für irgendwas bräuchte, aber nein, man braucht es für absolut nichts. Einige Probleme erledigt. Ja, jetzt haben wir wieder unsere 700 plus Gold zurück. Fehlen noch 2300. So, das war's soweit mit der Diebesgilde. Also zumindest mit den Leuten, die wir ansprechen können. Ich
Was? Ich glaube, ich habe noch einen in dieser Stadt. Ja, komm. Sprech mit dir noch an, der ist im oberen Viertel. Und dann gehen wir raus zum Wald. Und gucken mal, wie gut wir abschneiden. Ich habe jetzt etwas mehr Stärke. Ich habe Einhänder auf 25. Eine Lederrüstung. Also eigentlich müsste ich klarkommen. Das wundert mich nicht. Im Startgebiet. So, hier hält uns keiner mehr auf. Ich habe mal mit zwei, drei Leuten geschwätzt. Da habe ich ja sowieso keiner für uns eine Quest. Die Leute sind nur erstaunlich unfreundlich. Halten sich alle für was Besseres. Die Paladine allen voran. Wenn ihr mal einen Apfel hören wollt, sprecht mal mit dem Richter. Gärtner. Kein Scherz, er gehört zur Diebsgilde. Du gehörst also dazu? Dann habe ich eine nützliche Information für dich. Einige der Häuser hier oben haben geheime Wände, die nur durch versteckte Schalter geöffnet werden können. Dahinter bewahren die Leute ihren wertvollen Krempel auf. Und ich dachte, er hat was für mich. Ich habe hier Krauttabak. Ah. Willst du was rauchen? Kenne ich nicht. Aber klar, immer her damit. Ich drehe mir mal einen Stängel. Krasses Zeug. Ich glaube, davon rauche ich besser nicht mehr. Soll heißen, er raucht gleich mehr davon. Zeig mir deine Ware. Was hast du eigentlich? Nichts, was ich brauchen könnte. Jemand wird dafür büßen müssen. Ja, sind das Haus vom Paladin-Anführer komme ich natürlich nicht rein. Da lassen sie keine Bürger hin. Wenn ich da rein will, muss ich mich gezwungenermaßen einer Gemeinschaft anschließen. Was wir auch bei Zeiten vorhaben. Okay, dann gehen wir jetzt hier mal raus. Ich weiß, dass da an der Stadtmauer irgendwo zwei Snapper rumschleichen. Kleine Dinosaurier, wenn man so will. Habe ich denn irgendetwas, was ich denen entgegensetzen kann? Ein Zauber. Ja, jetzt habe ich's. Die können ja alle nicht. Die sind halt gegen Feuer doch schon ziemlich immun. Ich guck mal, wenn ich sie einzeln bekomme, ob ich eine Chance gegen sie habe. Weil eigentlich... Die sind auch nicht so schwer. Glaube ich. Ich muss nur ein bisschen Glück haben. Okay, hier ist einer. Da ist der andere. Oh, da sind drei. Genau, und wenn man Snapper findet, die kommen sofort auf einen zugedackelt. Die bedrohen einen nicht. Das heißt, die kommen sofort und greifen an. Wir müssen ihn... Geh doch von dem Baum weg. Okay. Jetzt muss er kommen. Oh. Wenn man so schlecht kämpft. Nein, vergiss es. Ich versuch's nochmal, vielleicht hatte ich einfach Pech im falschen Intervall geschlagen. Ich meine, ich habe ja auch kein einziges Mal einen kritischen Schlag verursacht. Das kommt noch erschwerend hinzu. Aber das alleine sollte jetzt eigentlich kein Grund dafür sein, dass das nicht geklappt hat. Muss nur ein bisschen Glück haben. Ah, wo hat er mich denn erwischt? Okay, vergiss es. Selbst das Verteidigen schützt mich nicht so, wie ich es gern hätte. Nein. Der ist einfach zu stark für mich. Man muss ja auch sagen, wir haben ja erst 113 Lebensenergie. Es wird nicht lang dauern, bis wir 200 haben. Also schon fast doppelt so viel in ein paar Stufen. Und das macht schon einen verdammt großen Unterschied. Dann hätte ich jetzt doppelt so lange durchgehalten. Also einfach abwarten. In 2-3 Stufen kriegen wir die hin.
Genau, hier war der Ork und die ganzen Blutfliegen. Und ich bin froh, dass ich die nicht besiegen müsste. Gegen den Schattenläufer hätten wir sowieso gar keine Chance. Den hätte ich einfrieren müssen und selbst dann hätten meine Schläge kaum etwas ausgerüstet. Oh, oh. Das sind alle schwarze Goblins, oder? Au, 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 ja. Komm schon, wir plündern das Gebiet in dem Wald. Ach, wieso komme ich auf solche Ideen? Ja. Wenn ich es nicht bringe, dann habe ich eine alternative Idee. Wir machen einen kleinen Spaziergang. Das heißt, wir gehen jetzt entweder die Probleme habe ich mit Laris das Ornament wegbringen. Oder wir holen uns die Statuette für den Feuermagier. Mit den Goblins dürfte ich klarkommen. Das sind nicht ganz so viele. Wisst ihr was? Ich gehe lieber auf Nummer sicher, dann machen wir es in der Folge fertig. Das wird eine Weile dauern, aber das macht ja nichts. Er sollte lieber den Mund halten. Nach so einem schönen Intro seid ihr alle aufnahmefähig. Und seid bereit, mir zuzusehen, wie ich einem Mann hinterherlaufe. Okay, lass uns gehen. Wohin? Lass uns Vatras Ornament zurückbringen. Dann wollen wir mal. Folge mir. Warum soll ich mich denn noch alles kümmern? Das ist mal wieder typisch. Okay. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Ja, also wir rennen jetzt einmal über die komplette Map. Er erzählt alles weiter. Und er beseitigt für uns alles, was so dort rumsteht. Ich werde nicht ganz so viel Kram in der Zeit aufsammeln, aus dem einfachen Grund, wenn er sowieso alles für uns beseitigt, kann ich danach, nach der Folge nochmal ein bisschen durchlaufen und Pflanzen aufsammeln. Und so stellte das er sich zögert das dann hier nicht ganz so in die Länge. Also ich erhoffe mir von eine neue Stufe. Das ist mal wieder typisch. Das weiß doch inzwischen jeder. Ja, Laris, du musst Zacken laufen. Was ist mit eigenen Augen gesehen, bitte? Ein bisschen trocken ist das schon. Seht euch dieses Ambiente an, diese Aussicht. Stellt euch vor, die Grafik wäre noch besser. Was heißt noch besser? Sie wäre gut. Jetzt, wo wir außerhalb der Stadt sind und uns keiner zuhört, kann ich dir ja mal ein paar Takte erzählen. Dieses Ornament, das du mir gebracht hast, werden wir nun zurück zu Saturas bringen. Du kannst dich doch sicherlich an Saturas erinnern. Ja, ging nicht gut aus. Sicher, er war der oberste Wassermagier im neuen Lager. Wir Jungs aus dem ehemaligen neuen Lager unterhalten mit den Wassermagiern immer noch gute Beziehungen. Selbst Lee würde die Wassermagier auch heute gegen jegliche Gefahr schützen, wenn es in seiner Macht steht. Damit wir immer Kontakt halten mit den Wassermagiern, bin ich die meiste Zeit in der Stadt und arbeite mit Vatras zusammen. Und das hier ist die Rüstung, die jeder von uns von den Wassermagiern bekommt. Der Ring des Wassers trägt solche Rüstungen schon seit der Zeit vor den Orkkriegen. Was hat Kavalorn damit zu tun? Soviel ich noch weiß, war er kein Anhänger des neuen Lagers. Du hast recht. Unsere Gemeinschaft ist gewachsen. Selbst ich weiß nicht, wie viele es mittlerweile sind. Aber lass uns jetzt weitergehen. Ich will erstmal weiter von der Stadt weg. Wir können uns später noch darüber unterhalten. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Habt ihr gesehen, wie er sich die Rüstung angezogen hat? So eine Rüstung brauche ich auch. Die Rüstung ist tatsächlich ziemlich nützlich für uns als Feuermagier, denn sie hat als, zumindest wenn wir Novize sind, bringt uns die Rüstung mehr als Drachenjäger, was heißt Drachenjäger, Söldner. Und als Milizsoldat bringt euch die Rüstung nichts. Da ist eure eigene besser, beziehungsweise die, die ihr kaufen könnt. Na, ihr könnt sowieso immer die Rüstung jeweils dreimal verstärken. Also ihr könnt eine
leichte Milizrüstung, mittlere, schwere. Dann könnt ihr eine leichte Paladinrüstung und eine schwere Paladinrüstung bekommen. Was ist los? Geht's noch? Der Kerl da drüben hat Probleme mit Banditen. Das ist ja toll. Aber dafür haben wir jetzt keine Zeit. Ich habe ihn doch gerade gar nicht angesprochen. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Der geht wahrscheinlich davon aus, dass ich gerade das lange Gespräch jetzt geführt habe. Aber das habe ich alles schon gemacht. Ach, Laris. Okay, hierher. Ist gut. Ja, wenn man ein bisschen aufleveln will, dann lohnt es sich auch wirklich mal hier über die Felder zu gehen. Die Feldräuber haben hier wirklich nicht viel drauf. Die kriegt man ganz gut hin. Hier sind auch überall Scavenger, hier sind Wölfe. Das sind alles so Gegner, die in unserer Liga spielen. Inklusive Keiler und was weiß ich, kleine Goblins. Sofern es halt nicht solche Massen sind. Die haben ja wirklich nichts drauf. Nicht mal die Schwarzen, aber wenn man umringt ist, dann ist das schon sehr stark. Was habe ich darüber gesagt, dass ich keine Pflanzen sammeln werde? Innerlich durchzieht es mich, wenn ich hier nicht sammle. Ich bin ein mieser Freund, ich weiß. Aber was will man machen? Also. Habe ich dich getroffen? Vielleicht sollte ich aufhören, ihnen zu helfen. Nicht, da ist nichts zu holen. Goblins und ihre Fische. Mach mir jetzt nicht schlapp. Ist ja gut, weiter. Quatsch nicht so viel. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Oh. Da ist aber. Ich nutze jetzt mal den Schrein da vorne. Aus dem einfachen Grund. Wenn ich nur 10 Goldstücke reinwerfe, müsste ich eigentlich nur Lebensenergie bekommen. Ich glaube, das andere bekomme ich nur bei 100 Goldstücken. Ich mache sogar 50. Beten. 50. Lebensenergie plus 2. Ja. Kann man nicht sagen. Also wenn man kein Risiko eingehen will, dann immer 10 oder 50 Gold reinwerfen. Ich glaube, 50 macht mehr Sinn. Man bekommt Lebensenergie. Gut, zumindest alle Monster muss ich plündern. Und die Spruchrollen, die können tatsächlich sehr nützlich sein. Je nachdem, was draufsteht. Fackeln, Pfeile, Geld. Steht auf der anderen Seite nicht auch noch einer? Ja. Also, da liegt das Köpfchen. Der hat sich wohl mit den Falschen angelegt. Komm her, Mistvieh! Ja, das fette Mordorbett. Ich weiß bis heute nicht, was das für ein Tier sein soll. Ein Schwein? Die Wassermagier sind völlig aus dem Häuschen. Seit Wochen schon buddeln sie an einer Ausgrabungsstelle im Nordosten. Weiß der Geier, was sie denken, dort zu finden. Alles fing damit an, dass die Erde bebte, wie in den schlimmsten Zeiten der Barriere. Grauenhafte Steinwesen entstiegen der Erde und fegten alles aus dieser Welt, was sich näher als 100 Schritt an sie heranwagte. Die Wassermagier nahmen sich der Sache an und vernichteten die feindseligen Eindringlinge. Und nun buddeln sie da unten und suchen nach einer Erklärung für diese seltsamen Vorkommnisse. Aber das wirst du ja bald selbst sehen.
Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Bevor ich das später vergesse und sie nicht nehme. Dunkelpilze muss man aufnehmen. Reines Mana. Habt ihr gesehen, der eine Goblin hatte auch einen Dunkelpilz in der Tasche. Der weiß, was gut ist. Ah, die Waldbären, die sieht man nicht. Hey, er ist weitergerannt. Er wartet nicht auf mich, ich glaub's ja nicht. Da geht er einfach weiter. Okay. Kannst du noch? Ja, ja. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Also gegen die meisten der Gegner hätten wir auch selbst bestehen können, aber ihr wisst ja, wie es ist. Ich stürze mich rein, dann denke ich, komm, den nächsten machst du noch und dann bin ich schon tot. Ich bin ganz froh, dass er mir hier die Entscheidung abnimmt. Und vor allem, wenn wir jetzt in das Gebiet hier vorne reingehen, da habe ich wirklich gar nichts mehr zu sagen. Also, was da drin rumläuft, da kann ich nichts ausrichten. Da ist nichts zu holen. So, hier kann's gefährlich werden. Lass uns weitergehen. Halt dich ein bisschen zurück. Wisst ihr, was toll wäre? Also erstmal kann er mit sich Snapper wegmachen. Er kommt damit nämlich besser klar als ich. Ich ziehe nur meine Waffe, falls einer mich angreift. Darauf wäre ich nicht vorbereitet. Aber hier hinten ist doch auch noch ein... Du wartest. Guck mal, jetzt ist er doch bei mir. Das heißt, wenn ich jetzt den Varan anlocke... Die Varan, ne? Müsste er sie eigentlich für mich platt machen können. Okay. Nein, der ist so stark. Ich bin gleich tot. Ah. Hau ihn doch um. Ah. Puh, das hat sich trotzdem gelohnt. Erfahrungspunkte, die ich alleine niemals bekommen hätte. Wenn er sich jetzt hier nicht aufhängt. Er rennt schon so im Kreis. Okay. Wir sind da. Hier, nimm das Ornament. Irgendwo da drin müssen die Wassermagier sein. Bring es zu ihnen. Wenn du in dem Erdloch da unten auf irgendwelche Viecher triffst, von denen du glaubst, dass du ihnen nicht gewachsen bist, dann ergreif am besten die Flucht nach vorn, bis hin zu Saturas. Er wird sich schon um die Biester kümmern. Ich muss zurück. Und eins noch. Lass dir nicht einfallen, mit dem Ornament hier in der Gegend rumzuwandern. Geh direkt zu Saturas. Wir sehen uns. Alles klar. Es tut mir leid, dass ich das nicht tun werde, aber... Da unten zieht uns tatsächlich alles die Hose aus. Ich will aber auch nicht die Erfahrungspunkte an Saturas verschwenden. Okay, ich gehe hier rein. Oder sprichst du mich jetzt an, wenn ich weggehe? Hör auf, hier rumzualbern. Bring das Ornament zu Saturas. Ist ja gut. Aber wir warten mal, bis er weg ist. Ist auch kein Problem. Man kann das auch später weggeben. Und ich meine, wenn wir sterben, ist das Spiel sowieso vorbei. Also... Ist es auch egal, ob ich es jetzt hinbringe oder später. Okay, dann war es das an der Stelle. Ich gehe den ganzen Weg jetzt nochmal zurück und gras alles ab. Wir haben
brauche nur noch 1400. Die kriege ich. Die kriege ich zusammen und dann können wir noch irgendwas skillen und sehen, besser vorbereitet. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis dann.